Ja, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu, ich mach mal ganz kurz auf Pause, zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir haben ja aufgehört hier im Prolog, aber den Prolog habe ich abgeschlossen und habe ich gesagt, nee, möchte ich mehr, möchte jetzt nicht mehr weitermachen, bis zum nächsten Mal wieder. Und das nächste Mal ist jetzt, denn wir haben alles abgeschlossen an Nebenquests, jetzt bis auf die natürlich, die wir überhaupt noch nicht machen können. Das wird hier natürlich noch ein bisschen dauern. Aber wir machen jetzt weiter. Was müssen wir machen? Zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung. Reisegeschwindigkeit. Wie mache ich das? Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich wusste gar nicht, was ich hier Schiff fahren kann. Oh Gott. Wie geht denn die Energie da hinten runter? Ich habe jetzt auch neue Mikrofoneinstellungen. Ich werde mal gucken, ob das damit besser läuft. Angeblich habe ich auch mal sagen lassen, soll ja mal alles im gelben Bereich bleiben. Also, okay. Achso, okay. Also wenn ich hier die Seite, aktiviere ich die Seite. Auf der Seite aktiviere ich die Seite. Okay. Also wir haben Bogenschützen an Bord, okay. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt gleich gehen wird. Ich gehe mal davon aus, ich muss einfach nur rumballern. Hoffentlich. Oh Gott, das wird der Plazy-Steuerung. Boah. Ey, Arschloch. Mag ich überhaupt nicht. Ah, Feuer. Oh, aber es geht eigentlich. Das geht. Das ist geil, Leute. Das ist geil. Er ist ja geil gemacht. Bam, bam. Das erinnert mich hier an die heißen der Teil. Wo konnte man es denn noch? Sind es 3? Nee. Black Flag. Black Flag. Jetzt sind es 4. Da, wo man Edward Kenway spielen konnte. Wie kann man das irgendwie abblocken oder gar nicht? Das ist denn so Pech, wenn die dich treffen. Ja, ist ja voll geil. Ich hätte nicht wegschwimmen sollen. Das Wasser sieht aber auch mal geil aus, ne? Achso. Oh, Alter. Oh, die treffen wir. Oh, das ist aber gerade ein bisschen scheiße. Die treffen gerade richtig gut und wir... Weiß nicht, was ich da machen soll. Ach, wirklich, danke. Das ist noch ein bisschen... Ja, wir haben es geschafft und rammen, okay. Rammen die von der Seite. Oh, für Karkwand? Ach du Scheiße. Ne, ich war eigentlich da hoch. Hallo? Hallo? Hülgog, ich bin auch Anfänger. Dieser hier die Steuerung auch nicht vergessen, hab gelernt. Schon gut, ne? Das geht ja ein paar aufs Maul. Wollt er nicht. Oh, Alter. Der war, aua, au, au. Oh, ich bin wieder raus aus der Steuerung. So viel zum Thema, ich habe sie nicht verlernt. Na gut, egal. So, jetzt erstmal hier die Kleinen. Und jetzt kommt Big Boss. Oh ja, hau dem auf die Fresse. Das klingt gut. Dauert die Angehörigen mir auf die Fresse aus. Na, ich bin kein Bogenfan. Ich hab das Bogen-Gameplay mir ein bisschen angeguckt, aber bin echt kein Fan von. Damit kickst du mich nicht. Ja, bam, 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 bam. War das richtig? War das jetzt so richtig von mir, wie ich das gemacht habe?
Manual Board. Nee. Oh. Oh, aufzunehmen! Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Na gut. Wenn er meint. Und neue Quest, Chancengleichheit im Beruf. So, wir machen weiter hier mit Assassin's Creed Odyssey. Jetzt, ja, ich habe eben eine kurze Unterbrechung gemacht. Mann, übernehmen natürlich. Gut. Warum greifen sie jetzt noch? Nö, werden sie nicht. Gib einfach jetzt Gas. Mir egal. Das passt schon. Gut. Was zum Teufel? Arschloch. Was will mehr? Wow, ja lol, wie das hier aussieht. Ist ja voll nice gemacht. Ja, ich will mit der Einstellung noch irgendwie ein bisschen rumspielen. Ja, aber es sollte... Ich bin... Los, an eure Ruder! Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Ja, natürlich, findet er ja immer. Das ist mein Ziel. Noch irgendwelche Bedenken? Ja, hier gibt es sogar nur kleine Inseln. Ja. Gut, dann springen wir. Ja, ich muss mit den Einstellungen noch klarkommen, aber ich glaube, ein Kompressor und alles Mögliche. Bloß nicht sehen lassen, was? Warum nicht? Ich hau gern Leute auf die Fresse. Hm. Es hat sehr gut geklappt. Ich warum klappt das bei mir nie? Giftpfeil, Arschloch. Wow. Das Pissgesicht. Komm her. Jo, ich glaube, das passt am besten zu mir. Einfach zuhauen. Mein Ziel ist da oben. Wo war... Ja, hier. Cool.
Fellhandschuhe. Interessant. Ja, ich glaube, man muss bei dieser Einstellung noch ein bisschen dran feilen. Das ist jetzt auch neu eingestellt alles. Also ja, was wird. Das ist nicht das Problem. Attentat, was hat Attentatschaden? Besser mehr Kriegerschaden, aber egal. Ich werde mich auch hauptsächlich auch auf Krieger dann ausbilden. Weil Krieger einfach geil ist. So ein richtig geiler Krieger, Kriegerin werden hier. Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag und andere Fähigkeiten, um die kampffähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie sich deiner Besatzung anschließen. Hey! Oh, jetzt. So. Ich heule dich an. Braucht Seeleute wie dich. Folge uns. Gut, ich hab dir vielleicht mal die Fresse gehauen, aber... Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. Jo, bestimmt total. Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen. Verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen wurden, schließen sich die Bootsleute einer Intermannschaft an. Wenn du nicht auf der Adresse Dea bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. Kostet 110 Drachmen. Immer oder nur einmal? Okay, Kurs ist abgeschlossen. Oder gab es noch irgendwas? Ne, auf dieser kleinen Insel gab es wohl auch nichts mehr, ne? Wo waren wir denn eben hier? Haben wir hier? Nee. Die Töchter der Artemis, okay. Na gut, ist aber alles Quest, die können wir noch nicht machen. Hallo. Wie geht's? Da ist er. Gut, ihn können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine schönen Wetterseeleute. Wende dich nach außen. Ich habe den Fähigkeit erhalten. Zerbricht keine Schilder, auch nicht schlecht. Und wo muss ich jetzt hin? Odyssee. Ah, eine Reise Richtung Krieg. Okay. Ich da auch rum runter. Entschuldigung. Krieg auf See.
Moment mal. Krieg auf See. Wir haben eine neue Quest bekommen, warte. Wir haben Charaktere. Ein gefährlicher Weg, okay, nee. Ja, Krieg auf See. Ach, sowas ist das, okay. Nee, ich dachte, das wäre jetzt eine richtige Nebenquest. Ach, sowas ist es. Und so, das sind solche, glaube ich, sind die nur solche. Das sind solche zeitbedingten Quests. Ja, okay. Die können wir sowieso nicht machen. Wenn wir ein paar nachher machen können, davon können wir gerne mal ein paar machen. Aber. Wenn das, wenn ein Schiff verwundbar ist, okay. Cool, Holz. Ne, dann fahren wir immer nach Megaris. Sonst, geht's nur noch lange. Ich hoffe auch, dass die neuen Einstellungen uns zugutekommen, die ich mir jetzt überlegt habe, weil ich wollte ganz gerne mit Kompressor und alles. Das war sonst eigentlich nie drin, ne? Sonst war nur eine ich hab nur eine Rauschunterdrückung, die habe ich schon immer drin gehabt. Nicht schon immer, aber nachher habe ich eine. Heftiger Sturm, auch egal. Das ist einfach, wenn du voll und ein Schiff mal rammen. Oh, Alter, das ist mir getan. Okay, so. Ja, können wir da mal drauf, würde ich sagen, ne? Ein bisschen hier Zeit ziehen. Mann, wir lassen es ja sowieso. Wo ist das hier? Da gehen wir doch mal drauf, würde ich sagen. So eine kleine. Sogar mit einer Quest, mit einer richtigen Quest, ja geil. Na komm, lass drauf gehen. Warte, ich mal gucken. Die See ist ruhig und der Wind ist warm. Das ist wunderschön. Oh ja, meine Liebe, das ist es. Oh, kein Bock mehr. Man setzt euren Scheiß. Mal durch hier, mal durch. Also geht man mit seinen Leuten um. Denn hier, wie ich ihn hier entdeckt. Was ist das? Vergessene Insel. Okay. Ah, hier geht's durch. Ah.
Okay, oh. Ja, wir haben ja schon mal... geil. Kann man natürlich auch gleich mal aus... oder doch nicht. Das ist nicht von dieser Welt. Was? Ach du Scheiße. Das war das. Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Was zum... Hier geht's ja auch noch weiter. Okay, auf jeden Fall cool. Okay, da können wir da noch nicht weiter. Dann muss ich das später machen, theoretisch. Aber müssen wir mal denken. Hoffentlich denke ich dran. Weil das war eben schon spannend. Also, das muss ich schon sagen. Ja, mal gucken, was das hier für eine Quest ist. Das sind ja bekanntlich die Nebenquests. Ah, da hinten ist er ja. Warte, ich muss meinen Gürtel noch ausrüsten. Das Visual-Lampen-System lässt sich das aus in deiner Ausrüstung ändern. Du kannst deine Aktion... Okay. Ja. Visuell ist immer so, ist mir eigentlich auch egal. Also ich bin eher so dann der Typ, der dem das andere eher so interessiert. Oh, die Götter schicken dich. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten, sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte, rette ihn. Ich riskiere meinen Hals nicht für den Bruder eines Seemanns. Außer natürlich, du hast ein paar Drachmen bei dir. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Einverstanden. Wo sind die Piraten? Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Was kannst du mir über sie erzählen? Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Lass uns Piraten jagen gehen. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder.